Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich direkt los. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. So, liebe Seele, das sieht so schön aus heute. Tatkraft, Tatkraft, Tatkraft ist gefragt. Es stehen wichtige Verträge an oder Investitionen. Und das Allerschönste ist, du kommst hier in eine Veränderung, die du dir selbst aufbauen möchtest, dich bisher aber entweder nicht getraut hast oder zurückgehalten wurdest. Das probieren wir jetzt heute mal ein bisschen aufzulösen. So die Lösung aus dem Mangel heraus, durch Weisheit ist auch gefragt. Also es geht hier schöne Schritte voran. Und hier kommt gleich auch ein erster Impuls, wahrer Reichtum. Fülle zeigt sich dir. Erkenne sie in deinem Leben. Du bist reich. Und du bist reich ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, den du für dich entwickeln kannst. Weil du verstehst, dass Fülle nicht nur Geld bedeutet, sondern Fülle bedeutet Beständigkeit, die eigene Tatkraft lenken zu können, tatsächlich auch detailgetreu zu wissen, in welche Richtung dein Leben verlaufen mag und auch ab und an so ein paar Bände, also Bindungen, Kappen, die einfach nicht mehr positiv zusammenstehen, sei es von Menschen, von Situationen, der Arbeitsplatz, der geändert werden soll und. Da ist hier dein wahrer Reichtum heute ganz klar im Signal. Dieses Signal nimmst du dann auch auf und wirst es für dich so ein bisschen in dein Fundament vom Alltag einbauen, was dann eben auch eine große Veränderung bringt, während dein energetischer Teil heute so ein bisschen auflösen beginnt, ohne dass du was tust. Nämlich auflösen aus dem Ahnenbereich, auflösen aus dem manipulierten Wegbereich und auflösen in der Veränderung deiner Stillstandskraft. Ja? Die Kraft, nämlich stillzustehen, ist nicht immer etwas Negatives, sondern wenn du Grenzen ziehst, ist Stillstand ganz gut, weil du für dich einstehst. Und da bekommst du heute so richtig die Motivation und eben auch das gewisse Gefühl dafür, was du jetzt tun sollst. Ja, und da kommt die Freiheit. Sei dir gewiss, du hast immer die Freiheit zu entscheiden, wohin du gehst. Hier auch nochmal die Entscheidungskraft und ganz, ganz wichtig, der viel wichtigere Faktor fast schon, in deiner Freiheit. Da liegt natürlich eben auch deine Berufswahl, deine Partnerwahl, deine Freundeswahl. Und das ist alles etwas, wo du selbst entscheiden kannst. Also entscheide ganz klar für dich, wo und mit wem und wann du dich frei fühlst. Was Freiheit für dich bedeutet. Ist Freiheit etwas, dass Menschen gleiches Denken haben wie du? Ist Freiheit, dass man dich akzeptiert, wie du bist, ohne Fehler bei dir zu suchen, ist Freiheit, aber auch so ein bisschen Alltag und Gewohnheit zu leben, dass du dich nicht immer an neue Situationen anpassen musst. Das Ganze hängt heute an dir, dass du für dich verstehst, was Freiheit bedeutet. Aber in deiner Entscheidungskraft und in deiner Handlungsfähigkeit, da entscheidest du dich heute für die positive Veränderung, hier gepaart mit der Fülle natürlich dann auch zukunftsvisionell gesehen, auf ein ganz, ganz hohes Level für dein vorangehendes Leben, wo du dann einfach reflektiert in 5 Jahren schon sagen kannst, warum habe ich das nicht früher gemacht, aber ich bin stolz darauf, dass ich es überhaupt gemacht habe. Denn deine Tatkraft ist heute mit einer enormen Stabilität gepaart, mit einer enormen Veränderungsenergie für dein Leben, eine detailgetreute Energie, eben auch diese Energie der Schönheit, die dadurch aufkommt, und dann natürlich zeigt, dass Wünsche nicht immer gleich Wünsche sind, sondern die Freiheit dahinter, Wünsche zu verstehen, auch manchmal ist, Wünsche genauer anzuschauen. Reich bedeutet nicht reich. Das darfst du nicht vergessen.
Ja, da haben wir die Seelennahrung. Was tut deinem Körper und deiner Seele gut? Nähre beide gesund und achtsam, zum Beispiel mit guten Lebensmitteln und positiven Gedanken. Und hier kommt jetzt so ein wichtiger Effekt für dich, nämlich die positiven Gedanken schleichen sich ja dann tatsächlich auch in deinen Alltag ein, den du ja jetzt für dich bildlich verändern möchtest. Aber dein Körper, dein Geist und deine Seele glauben diesem Zusammenhang noch nicht ganz. Dieser Zusammenhang ist daher noch nicht ganz in der Freiheit, weil dein Körper Stress gewohnt ist, dein Körper ist ein bisschen unterdrückte Emotionen gewohnt und dein Körper möchte einfach, dass du nochmal alles genauer unter die Lupe nimmst, dass du überlegst, was führst du dir wirklich zu, dass du dir Achtsamkeit wirklich auch ausleben lässt. Super. In der Betrachtung bei den Eltern, nicht in der Beurteilung eures Vaters und eurer Mutter, werdet ihr euch erkennen. So, das ist jetzt wichtig. Nicht beurteilen, sondern beachten und betrachten. Denn in der Betrachtung von gewissen Lebenssituationen, Lebenswegen und Charaktereigenschaften wirst du vieles erkennen. Wo bist du väterlicherseits geprägt und wo bist du mütterlicherseits geprägt? Ich habe ja schon gesagt, energetisch löst sich hier ahnentechnisch was auf, was aber natürlich in der Dualität mitläuft. Was das dann jetzt auf dein Hier und Jetzt noch für einen Einfluss hat, wirst du heute für dich erkennen können, denn es wird ein großes emotionales Thema auf dich zukommen, was dich natürlich auch so ein bisschen daran erinnert, dass dein Elternhaus immer wollte, dass du im Außen so oder so angesehen wirst und dieses Ansehen hat gar nicht zu dir gepasst, sondern du hast den Traum anderer leben sollen und deswegen hast du auch nicht mehr so diesen Bezug zu deinen Wünschen, zu deinen Zielen. Ja, du musst wissen, wie dein Ziel aufgebaut ist, um dein Ziel zu erreichen und heute gehst du eben raus aus der Beurteilung und rein in die Betrachtung und das wird dein Spielveränderer, dein Gamechanger sein, um weiter voranzukommen. Ja, finanzielle Themen, die sind dann immer ganz groß. Achte auf deine Finanzen, sei vorbereitet, wenn Unerwartetes auf dich zukommt. Das Unerwartete kann ein positives Angebot sein. Der Vertrag liegt hier sehr, sehr schön. Wir haben hier den Vertrag wegweisend für dich, zukunftsorientiert für dich. Das kann auch eine Rechnung sein, das kann auch eine Versicherung sein, etwas, was dir sehr, sehr gut tut und deinen Mangel auch auflöst, obwohl dein Mangeldenken, was das Finanzielle betrifft, sehr groß ist. Hier kommt dann eben die Freiheit, dass du für dich entscheiden darfst, dass du frei entscheiden darfst, noch zugute, dass du dein Bild von Reichtum nicht nur auf das Finanzielle beziehst, auch dein Blickwinkel, der sich verändert und eben, dass du aus diesem Gedankengut deiner Eltern gehst und denkst und spürst, dass du das mitgenommen hast in der Erziehung, es aber gar nicht deiner Natur entspricht. Ja, und die Eifersucht haben wir hier noch liegen. Der Stachel der Eifersucht durchbohrt das Herz. Dieses Gefühl trägt oftmals zur Selbstzerstörung der herrlichen Energien bei. Die Eifersucht ist natürlich ein Kontrollverlust. Die Eifersucht ist auch das fehlende Vertrauen in sich selbst. Und gerade in den finanziellen Themen spiegelt man ja oft auch mal seinen Wert, was gar nicht miteinander zusammenhängt. Du aber darfst jetzt für dich verstehen, dass die Energie, und da legen wir jetzt mal was Positives drauf auf deine Finanzen, dass die Energie für dich arbeitet, wenn du sie verstehst, Gleiches zieht Gleiches an. Und nicht neidisch bist auf andere, die mehr haben und vor allem dich nicht niedersprichst, nur weil du eventuell nicht so viel hast. Egal, ob du was hast oder nicht, investiere heute in dich. Dein Weg möchte jetzt verändert werden. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, erster Link in der Videobeschreibung.